Ohios wüstes Land, durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy, arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Wir sind da, Herr Unterstaatssekretär. Was denn hier? Aber ich sehe gar nichts. Ein geheimer Stützpunkt ist eine verborgene Angelegenheit, Herr Unterstaatssekretär. Oh Mann, das wurde aber auch Zeit. Willkommen am verborgenen Stuhl. Sie werden erwartet, Sir. Wenn Sie bitte so freundlich wären, da heraufzuklettern, Herr Unterstaatssekretär. Warum so förmlich? Nennen Sie mich ganz einfach Chef. Kriegsminister sollte doch kommen. Ich bin sein engster Vertrauter. Er hat absolutes Vertrauen in mich. Das missfällt mir heftig, Sir. Aber fahren wir fort wie geplant. Kann's losgehen, Herr Professor? Ja, ja, legt schon mal los mit eurer Musik. 10 Jahre arbeitet man an einer ultimativen Waffe und dann kommt so ein subalterner Beamter. Diese Demütigung lasse ich mir gut bezahlen. Das tun Sie mal, Dr. Pretzel. Verehrter Herr Chef, Sie werden Ihren Augen nicht trauen. Oh. Das ist die ultimative Waffe? Die Erfindung, die unsere glorreiche amerikanische Armee unbesiegbar machen soll? Eine getupfte Unterhose? Na, der Minister wird zutiefst beeindruckt sein. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihre Siesta unterbreche, aber ich suche die Ranch eines gewissen John alltäglich. Ich schnarche in dieser Stadt schon 35 Jahre, aber von Farmer John alltäglich habe ich nie gehört, Gringo. Ich bin aber doch in Gloomy City, in der Nähe des Rio Grande, nicht wahr? An der mexikanischen Grenze. Sie würden ja dahinter kommen, wenn ich Ihnen was anderes erzähle. Sagen Sie, Opa, kennen Sie einen John alltäglich? Ich suche seine Ranch. Ich soll seine Herde auf die Weide treiben. Das war ein guter Witz, mein Freund. Die letzte Herde, die hier durchgetrampelt ist, das war eine Herde Touristen von der Ostküste. Fremder in der Stadt, hier gibt's jede Menge Nathaniel Schibiginskis und einen Haufen Aloysius Moonstein from Frainers. Aber kein John alltäglich. Und das Einzige, was man hier von der Kuh sieht, sind vielleicht Knorpelstückchen im Eintopf der hiesigen Kneipe. Trotzdem vielen Dank, Sheriff. Tut mir leid, alter Knabe, da hat uns jemand veräppelt, als er uns hierher rief. Bist du enttäuscht? Warum? Jetzt kann ich doch meinen Enkeln erzählen, ich bin mal durch Gloomy City getrottet. Er ist verschwunden. Da ist was faul. Hey,
Brauchen Sie jemanden? Nein, nicht. Bitte nicht schlagen. Ich hau nur eure Köpfe zusammen. Tut nicht sonderlich weh. Frauen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Ich wüsste nur gern, weshalb die beiden hier hinter mir her sind, Jolly. Wo sind die Kojoten? Stinktiere wäre sehr viel passender. Oh, eine Nachricht für mich. Kommen Sie um Mitternacht zur Anlegestelle. Fragen Sie den Fischer, ob Sie gut beißen. Darauf wird er antworten. Man sieht ein Zebra nie ohne seinen Schlafanzug. Und aus Eicheln werden mächtige Eichen. Und einen Schnupfen musst du austrocknen. Sie sind also Lucky Luke. Das hätten Sie einfacher haben können, wenn Sie gefragt hätten. Der Weg ist das Ziel, mein Konfuze. Eisernes Huhn, dein Päckchen ist jetzt endlich angekommen. Tauche auf. Merkwürdige Fische schwimmen im Rio Grande herum. Herr Luke, nicht wahr? Ich freue mich, Sie zu sehen. Kommen Sie an Bord. Kommen Sie, mein Liebchen. Fühlen Sie sich wieder heim. Welche Ehre für mich, dass ich dem leibhaftigen Lucky Luke begegne. Dem Mann, der schneller ziehen kann als sein Schatten. Bum, bum. Entschuldigen Sie bitte mehrere Male. Aber wir mussten zu der List greifen mit der Joboferte dieses John alltäglich, um Sie hierher zu locken. Das haben Sie gut gemacht. Ich bin gern unterwegs. Na, sehr schön. Sie befinden sich hier im Innern von Frieda. Ich darf mir voller Stolz an die Brust schlagen. Ich bin der Erfinder dieses U-Bootes, der technischen Raffinesse und althergebrachter Handwerkskunst. Frieda sollte so etwas wie die Königin der Flotte sein, der Stolz des Geheimdienstes der Vereinigten Staaten. Und wissen Sie, was es nun plötzlich heißt? Sie sei zu feucht, nur weil es hier und da ein bisschen tropft, wie Sie sehen. Man ist nur von Ignoranten umgeben. Und weil es hier tropft, holen Sie mich? Ich darf mich noch vorstellen. Otto Preetzel, Direktor der Entwicklungsabteilung der Spionageabwehr. Danke für die Einladung, Herr Preetzel. Ich denke, ich komme auf demselben Weg wieder raus, auf dem ich reingekommen bin. Warten Sie doch, Herr Luke. Sie haben ja noch gar nichts gesehen. Ich denke, es wäre angebracht, die Herren sehen draußen mal nach dem Rechten. Ich habe einiges mit Herrn Luke zu besprechen. Horace Twinface, ein Abtrünniger, der uns verraten hat, weil er immer dem dient, der ihm am meisten bezahlt. Er will aus diesem hinterwäldlerischen Kuhhirten doch wirklich einen hochrangigen Agenten machen. Je mehr Leute angestellt werden, desto schneller sinkt auch das Niveau. Das ist ein Riesenfrosch. Hey, da steckt ein Mensch in dem Frosch. Horace Twinface ist ein Teufel, ein kriechendes Ungeziefer sozusagen. Sie haben Glück, dass sich der Geheimdienst höchstpersönlich um Sie kümmert. Mein Hosenstall stand offen. Wer weiß schon, dass ein Taucheranzug einen Stall hat? Der sieht Horace Twinface verdammt ähnlich, wenn du mich fragst. Stimmt, er ist ein wandelndes Ebenbild. Meine Lieben, Sie verfügen beide über äußerst scharfe Augen. Sie sollten Geheimagenten werden. Abgesoffen, meine Betäubungskanone. Sie ist zum Glück multifunktional. Vor 15 Tagen hat dieser elende Halunke mein Meisterwerk gestohlen. Den Prototyp der außergewöhnlichsten Waffe aller Zeiten, welche ich nunmehr vor ihrem erstaunten Auge enthülle. Ein karierter Anzug? Naja, mit besonderer Fantasie sind Sie nicht geschlagen, wie? Erlauben Sie mir vielleicht eine kleine Demonstration, ja? Ziehen Sie doch bitte Ihren Colt und pumpen Sie die arme Kreatur hier voll mit Blei, Herr Luke. Danke. Ach, entschuldigen Sie, Meister Preetzel. Nachts schlafe ich lieber, als in undicht gewordenen U-Booten auf harmlose Eidechsen zu schießen. Da bleibt Ihnen die Spucke weg. Wie? Ich habe den ersten schusssicheren Anzug der Welt erfunden, Freund. Er ist durchgehend aus magnetischem Material, dessen elektrisches Feld die Kugeln abstößt. Ja, jetzt klingt es simpel, aber in der Erfindung hat es viel Zeit gebraucht. Und nun will dieser Halunke meine fantastische Erfindung verkaufen.
an Elmar Starr, einen egomanischen Barbaren, der sich für einen General hält. Er terrorisiert die gesamte Region um Piedras Negras. Dieser Gorilla da führt eine Armee von Söldnern an, das müssen Sie sich mal vorstellen. Angeblich unbesiegbare Banditen, welche Gefahr für Mexiko und die Staaten. Naja, schlimmer wäre es wohl, wenn unbesiegbare amerikanische Banditen in Mexiko einfallen. Na Luke, was Sie da machen sollen, ist eigentlich ein Kinderspiel. Sie müssen ihn ausfindig machen, ihn festnehmen und ihn mitsamt dem Anzug hierher bringen. Nur so verhindern wir kriegerische Auseinandersetzungen mit Mexiko. Und was steht denn heute für die lieben Fischchen in der Bucht auf dem Speiseplan? Wie wär's mit püriertem, vertrottelten Wissenschaftler? Serviert mit Cowboy-Pommes an Geheimagentensoße. Ist ja ein toller Köder, den Sie da auslegen wollen. Ah! Wieder ein Frührentner mehr. Oh. Also gut, ich bringe ihn den Anzug zurück, bevor ihn dieser üble Komiker in die Finger kriegt. Tja, mein alter Knabe, heute Abend gehen wir schwimmen. Oh, wie schön. Und Vorsicht, Twinface hat mir schon einige Apparate gestohlen, die für kriegerischen Einsatz erfunden worden waren. Unaussprechlich furchtbare Waffen. Und der Mann selber, giftig wie ein Aasfresser und hinterhältig und gefährlich wie eine Klapperschlange. Oder war es umgekehrt? Tja, vielleicht eine Kreuzung. Ah, da kommt dieser Cowboy, ja. Pfeile in Strychnin getaucht. Na, das wird ein liebliches Ende werden, Luke. Nun sieh mal zu, wie wir an ihn rankommen. Ich hätte mir die Gebrauchsanweisung wohl doch sorgfältiger durchlesen sollen. Ich muss sagen, du kletterst fast so gut wie eine Gemse. Bitte keinen Vergleich mit so niedrigen Tieren. Mini-Haubitze gekoppelt mit Saugvorrichtung. Perfekt! Was zum Geier soll denn der Quatsch? Oh. Na, mein Dampfrost! Das ist kein Cowboy, das ist eine berittene Schikane, Leute! Wart's ab! Ich hab meine eigenen Pferdestärken, Mann! Mit dem wird's einem nie langweilig, stimmt's? Irgendwann werden wir Pferde überflüssig sein. Ich würde sagen, ein haariges Problem. Ich bin dabei, ein besonders krummes Ding zu drehen, aber Luke ist wild entschlossen, mich daran zu hindern. Also muss ich mir etwas einfallen lassen, wie ich diesen widerwärtigen Cowboy ein für alle Mal loswerde. Es ist schön, so intelligent zu sein. Buenos dias, Emiliano. Ich habe deinen netten kleinen Job für dich, Schatz. Der schreckliche Kaktus, von dem ich gefressen habe, liegt mir wie ein Stein im Magen. Nächstes Mal nehme ich mir ein Bündel Heu mit. Hallo, amigo. Buenos dias, estoy muy contento. Haben Sie einen mit einem Gesicht wie ein Frettchen gesehen, der in einem pferdelosen Fuhrwerk fährt? Buenos dias, estoy muy contento. Sie haben allen Grund, glücklich zu sein, Muchacho. Buenos dias, estoy muy contento. Nur noch ein paar Schritte näher ran und er ist eine unangenehme Erinnerung. Buenos dias, estoy muy contento. Buenos dias, estoy muy contento. Buenos dias, estoy muy contento. Na los, explodier doch schon! Warum explodierst du nicht? Estoy muy contento, contento, contento. Nicht eine der tollen Erfindungen funktioniert! Entdeckung, Jolly! Lass ihn fahren, wir erwarten ihn in Piedras Negras, wo der Strolch mit Sicherheit auftauchen wird. Cuidado,
Gringo. Ihr Leben ist in Gefahr. Wie meinen? Sie werfen einen Schatten auf das Porträt von El General. Dafür können Sie gehängt werden. Gracias, amigo. Ich werde mich sehr in Acht nehmen. Und seien Sie leise, Gringo. El General wünscht keinen Lärm am helllichten Tag. Passen Sie auf, Yankee. Ihr Pferd wirbelt Staub auf. Dass der sich bloß nicht auf die Bilder von El Generale legt. Dafür können Sie lebenslänglich kriegen. Danke für den Tipp. Blöder Gringo! Sie dürfen El General niemals direkt in die Augen sehen, auch wenn er nur ein Bild von ihm ist. Kann ich denn irgendetwas tun, womit ich euren General nicht beleidige? Jetzt sitzen Sie aber richtig in der Tinte, Gringo. Sie müssen nämlich El General sagen. Noch eine Stadt voller Verrückter. Na, was möchten Sie denn trinken, Gringo? Einen El Master Spezial oder einen El Master Extra? Ach, heute mache ich einen drauf. Ich nehme einen Spezial. Dachte ich mir, dass Sie sich für den entscheiden. Hier wächst sogar Gras in Staub und Sand? Sei vorsichtig. Was hier wächst, ist nur für Pferde von El General. Und der Extra, was macht der für Löcher? Ist das Ihr Pferd da draußen, Yankee? Ich müsste lügen, wenn ich anderes behaupten würde. Dann marsch auf Ihren Gaul und folgen Sie uns. Ich nehme an, dass ich auf Einladung von El Grandissimo Excellencia hier bin. Sprechen Sie mal seinen Namen nicht mit so viel Sarkasmus aus, Gringo. Seine Grandissimo Excellencia El General kann mit Sarkasmus nicht so viel anfangen. Ah, El Yankee! Verschwinde! Es geht hier ums Geschäft. Willkommen, amigo! Willkommen im Hause von El General! Wisst ihr mir nicht, die Scheibe schießen wage es nicht, den Yankee zu bedrohen! Achtung! Also, die Geheimwaffe, wo ist sie denn? Sicher aufbewahrt. Sie sind ja ein ganz raffinierter. Erst das Geld und dann die Ware, stimmt's? Mir wär's ja lieber, wir machten es umgekehrt. Ich würde mich gern erst ein bisschen ausruhen. Ich komme von weit her, um Ihnen die Waffe zu bringen. Aber ja, wie Sie wollen. Ihr Wunsch sei mir der Befehl, wie es so schön heißt. Zuerst mal braucht mein Pferd eine komplette Hufpediküre und wird mit einer seidenen Bürste gestriegelt. Aber sicher, meine Jungs werden sich sofort darum kümmern. Und Sie erzählen mir von dem Anzug, der mich unverwundbar machen wird, wie es hier steht. Erzählen Sie, erzählen Sie. Sie ziehen ihn an und sind unverwundbar. Haha, na, ausgezeichnet! Wenn ich erstmal da drin stecke, beherrsche ich ganz Mexiko! Als nächstes überfalle ich dann die Vereinigten Staaten. Ich werde über Amerika, Europa und Afrika herrschen, jawohl! Sogar über den Fernen Osten! Und was es sonst noch gibt, ich werde König der Welt sein! Hallo, El General! Hier bin ich, Sir. Tut mir leid, ich wurde aufgehalten. Und das versteht ihr unter Wache halten, ja? Wir haben gemeint, das Pferd wäre wichtiger. Verschwinde von hier, Gringo! Sonst hänge ich dich an den Füßen auf als Zierde meines Gartens! Aber, El General, ich bin's, Ihr Freund, Horace Twinface. Ich bringe Ihnen die Geheimwaffe, wie besprochen, Sir. Zweimal Horace Twinface, wie? Ich würde sagen, da kann irgendwas nicht stimmen. Okay, ihr Clowns, Hände hoch. Lucky Luke? Lucky Luke? Sie wagen es, El General auf den Arm zu nehmen? Ich bin im Auftrag der Regierung hier und soll diesen Verräter und alles, was er gestohlen hat, zurückbringen. Ach, von wegen, er schießt den Angeber! Ich sagte Hände hoch, das gilt für alle. Horace, her mit dem Anzug. Überraschung! Zur gefälligen Bedienung halten Sie nur feste drauf, Luke. Und jetzt darf ich ein wenig losdonnern. Holla Muchacho, mach diesen verdammten Gringo fertig! Spring auf, Cowboy! Einmal möchte ich erleben, dass eine Erfindung funktioniert. Hoffentlich funktioniert der Anzug besser als die Kanone. Ah, sie hat sich's überlegt. Tja, Freund Lucky Luke, diesmal wirst du mir wohl nicht entkommen. Der Wagen, in dem wir sitzen, kann man den kaufen? Alles kann man kaufen, es ist nur eine Frage des Preises. Ist Korruption nicht wundervoll? Sie kommen immer näher, Jolly. Na, schnell rein mit euch. Hey, du! Wo ist der Gringo geblieben? Welcher Gringo, Senor El General? Mach Platz, da ist Stupido! Bei dem Pech, das ich heute habe, kommt der Kerl mit der ganzen amerikanischen Armee zurück! Ja, und sie werden unverletzbar sein für ein gewisses Sümmchen, versteht sich. Ist auch wieder wahr. Muchas gracias. Wo ist der Anzug? Da
Der Kriegsminister hat mich rausgeschmissen. Statt meinen überschäumenden Erfindergeist zu belohnen, schmeißt der Kerl mich raus. Ich muss diesen Anzug wieder haben. Nur mit seiner Hilfe kann sich das Blatt für mich nochmal wenden und ich in der Gunst des Kriegsministers nochmal ganz nach oben kommen. Okay, ich versuch's. Ich muss mir einen Schlachtplan überlegen. Was ist denn los, mein lieber Wolfgang? Oh, der schusssichere Anzug scheint in der Wäsche eingelaufen zu sein, Professor. Oh, wie schön das kitzelt! Gleich nochmal, Amigos, und los! Und jetzt die Kanonen, bitte schön! Feuert die Kanonen auf mich ab, Freunde! Ich bin unverwundbar! Bravo, Gringo! Du hast jeden Cent deines Honorars verdient. Mein wahrer Lohn ist die Zufriedenheit meiner lieben Kunden. Ach ja, die Zeit rast dahin. Ich verabschiede mich. Ja. Lucky Luke! Juhu, falls ihr mich sucht, ich bin hier. Überlasst ihn mir. Dieser alberne Anzug hat nach einem albernen Gag geschrien. Ach, ihr Schädel gibt bestimmt einen guten Briefbeschwerer ab, Gringo. Ja, was? Oh, was ist denn hier los? Der Anzug erwürgt mich, er wird immer enger, Karamba, und mich zum Mund aus dem Ding hier raus. Er mag ja kugelsicher sein, aber definitiv nicht wasserfest. Horace Twinface, wir wissen, dass Sie da drin sind. Ein ausgezeichneter Schuss, lieber Herr Luke. Noch ein paar solcher Männer wie Sie dazu, mein Genie. Wir hätten den besten Geheimdienst der Welt. Glauben Sie mir. Ah, hol mich raus, raus aus diesem Korsett hier, Kiola. Ich muss ersticken. Es ist also tatsächlich so, dass der Anzug im Wasser schrumpft. Dann werden wir ihn also niemals waschen und Schlachten werden nur geschlagen, wenn es nicht regnet. Haha, unser Herr Präsident wird entzückt sein. Horace Twinface ist verhaftet worden und den Anzug haben wir auch wieder. Wie wär's mit einer Festanstellung, lieber Herr Luke? Hm? Aber wo ist er denn? I'm a full lonesome cowboy.